Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Bastelei. Ich habe mir hier diesen Kamerakran gebaut mit einem Deckenschienensystem. Wenn ich das alles Detail für Detail gefilmt hätte, hätte ich bestimmt vier Teile draus machen müssen. Aber ich brauche euch ja nicht zu zeigen, wie ich so kleine Brettchen aussäge und dann an der Schleifmaschine schleife und ein paar Löcher reinbohre. Das soll nur mal so eine Information sein, wie ich meine Videos zukünftig hier drehen kann. Ich habe mich also dauernd geärgert, dass so ein Stativ in der Gegend rumstand. Ein Dreibein braucht hier eine Standfläche und noch viel mehr. Dann habe ich eins gehabt jetzt seit einem halben Jahr, was ich zwischen Decke und Fußboden einfach festgeklemmt habe. Das war schon etwas einfacher zu handhaben. Aber ich habe halt dauernd von diesem Deckenschienensystem geträumt und jetzt habe ich es umgesetzt und es war roundabout eine Woche Arbeit. Eine Woche Arbeit für einen Rentner, der jeden Tag 6 Stunden in der Werkstatt ist. Ja. Wenn euch das interessiert, guckt es euch an. Ich habe eigentlich nur noch gefilmt, wie ich die Einzelteile zusammengebaut habe, sodass es hoffentlich nicht ganz so lange dauert. Ja, viel Spaß dabei und Leute, ich freue mich über jedes Abo. Jeder YouTuber lebt von den Likes und vom Teilen in den sozialen Netzwerken und natürlich vom Abo. Vielen, vielen Dank. Ich marschiere jetzt gerade so auf die 600 Abonnenten zu und darüber freue ich mich riesig, dass ihr immer wieder einschaltet. So, schaut her. Hier liegen die Einzelteile von dem, was ich dann gleich zusammenbaue. Ich habe hier mal mein Fischaugenobjektiv drauf, da kann ich ein bisschen mehr aufs Bild bekommen. So, diese Teile, ich habe das Teil schon mal zusammen gehabt und ausprobiert, aber ich muss sowieso noch ein bisschen Schleifarbeiten dran machen. Dann werde ich hier diese Kanten auch alle noch mit Leinölfirnis behandeln, weil da verhindert man so ein bisschen die Anschmutzung. Und beim Zusammenbau seid ihr dann jetzt dabei. We'll be right back.
bei der Gelegenheit, wo ich das noch nicht montiert habe, hier meine Filmbeleuchtung, die Zusatzbeleuchtung, die ist richtig hell. Das sind hier vom Discounter einfach hier solche Außen-LED-Strahler, die ich ja da in diesem Abzweigdose zusammengeführt hatte und mit dem Kabel, was dann in die Steckdose geht, ja. Also ganz einfach hier zwei so Ausleger. In der Mitte mein Rohr, wo alles dran montiert hat, hat Durchmesser 25, 25er Forstner Bohrer, sind auch Standardgrößen, ja. Dann sind die separat zu schalten und ich kann sie nach hinten drehen, nach rechts und nach links. Ja, jetzt montiere ich es auch noch mit dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet mich wieder ein. Bis zum nächsten Video. Bye bye.